Herzlich willkommen zum OMR Briefing. Heute kommt das Wichtigste, was ich hier je erzählt habe. Und ich glaube, das Wichtigste, was man überhaupt je erzählen kann, es geht um eine Formel, eine ganz kleine, knappe, logische Formel, die Erfolg im Digitalbusiness, eigentlich Erfolg generell im Business, aber insbesondere im Digitalbusiness, insbesondere im Online-Marketing, garantiert. Wie heißt die Formel? Die Formel heißt Customer Lifetime Value, also der Wert eines Kunden über die Haltbarkeit des Kunden, muss immer größer sein als die Customer Acquisition Costs, also die Kosten, die man hat, diesen Kunden zu gewinnen. Heißt, was kostet es mich zum Beispiel, eine Anzeige zu schalten bei Google, dann einen Klick zu bezahlen auf diese Anzeige, was für eine Conversion-Wahrscheinlichkeit habe ich dann und was habe ich dann für Kosten am Ende, wenn der Mensch dann endgültig mal bei mir kauft? Und was habe ich dem gegenüber vor allen Dingen an Umsätzen und an Profits über seine Lebenszeit? Wir schauen uns das jetzt mal im Detail, ganz telekollegmäßig mal an. Nehmen wir mal das Beispiel Parship. Parship ist ein besonders schöner Fall, weil ein neuer Kunde für Parship keine weiteren Kosten auslöst. Man muss ja eigentlich nur die Plattform freischalten und dann kann der Kunde da losdaten. Also, für Parship kostet ein neuer Kunde nichts und Sie verdienen an einem neuen Kunden mindestens für 6 Monate 420 Euro. Kürzer kann man nicht Mitglied werden. So, um diese 420 Euro Umsatz oder Customer Lifetime Value zu bekommen, der wahre Customer Lifetime Value ist wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger, denn die meisten bleiben ja sogar noch länger als 6 Monate oder einige zumindest. Aber nehmen wir die 420 Euro. Also, um die zu bekommen, sagt Parship zum Beispiel auf Affiliate-Plattformen, wie hier bei Awin oder bei Zanox, ist das gleiche, wir zahlen 35% von den 420 Euro an denjenigen aus, der uns hilft, einen neuen Kunden zu bekommen, also der uns den vermittelt. So geht ja Affiliate-Marketing. Außerdem wissen wir, dass Parship und andere bereit sind, bei Google einen Klickpreis zu bezahlen, also jetzt wohlgemerkt Klick, von 5,80 Euro zum Beispiel auf das Keyword Online Dating. Das heißt, Sie müssen jetzt durchrechnen, okay, wie viele Klicks müssen wir kaufen, welche Conversion Rate, wie viele Menschen gehen dann wirklich und kaufen ein Parship-Abo. Und das muss man sich halt fragen. Das kann man sich halt bei Parship ziemlich einfach fragen. Man kann das in den Klicks halt sehr genau messen. Man kann natürlich bei Affiliate sehr genau sehen, ein neuer Kunde, 35%, perfekt. So einfach kann man es rechnen. Aber das ist die Frage, die im Online-Marketing oder generell im Unternehmertum hinter allem steht. Nächstes Beispiel, Fleurop, also Blumen verkaufen online. Fleurop hat ein bisschen schwierigeres Modell, weil sie müssen ja, weil sie einen neuen Kunden gewonnen haben, auch erstmal nochmal was Richtiges liefern. Sie müssen ja Blumen echt dorthin schicken, Porto bezahlen, Blumen einpacken lassen und so weiter. Dennoch sagen sie, wir zahlen 15% des Warenkorbs an denjenigen, der uns diesen Warenkorb vermittelt. Also wenn ich eine Website betreibe und jemand entscheidet sich auf meiner Website bei Fleurop auf einen Banner zu klicken und dann Blumen zu bestellen bei Fleurop, dann bekomme ich als Website-Betreiber über den Umweg Affiliate-Marketing, über Awin, über Zanox 15% des Warenkorbs. Zum Beispiel, sagen wir mal, 20 Euro kosten ein paar Blumen, bekomme ich 3 Euro Provision ausbezahlt. Das gesamte Niveau ist hier ein bisschen niedriger, weil ja Fleurop auch noch viel mehr kostet, habe ich gerade schon erklärt. Man sieht, dass der Customer Lifetime Value im Blumenhandel online viel geringer ist als im Online-Matchmaking oder Dating. Entsprechend sind auch die Klickpreise nicht ganz so teuer. Zum Beispiel kostet ein Klick auf eine Anzeige zum Keyword Blumen versenden 2,75 Euro. Also ungefähr die Hälfte von dem, was Online-Dating kostet. Aber macht ja auch Sinn, denn der Customer Lifetime Value ist halt geringer. Also sind auch die Customer Acquisition Costs hier geringer. Wichtig ist nur, sie im Griff zu haben. Letztes Beispiel, Kreuzfahrten. Ein ziemlich großer Warenkorb, denn Kreuzfahrten sind bekanntlich teuer. Möglicherweise auch ein relativ großer Customer Lifetime Value, denn so Reedereien können einem Kunden sehr viel verdienen. Also, was sind Sie bereit, vorne im Marketing für einen neuen Kunden zu bezahlen? Hier gibt es eine andere Metrik. Hier gibt es den Cost per Lead, also den Preis, den Reedereien hier auch wieder via Awin bereit sind, für einen neuen Adressaten zu bezahlen, also für jemanden, der sich ganz konkret für das Thema Kreuzfahrtreisen interessiert. Und dann sagen sie, okay, wenn ihr mir einen Adressatz gebt von jemandem, der sich für Kreuzfahrtreisen interessiert, dann bin ich bereit, dafür 15 Euro zu bezahlen. Jetzt können sie wahrscheinlich schon rechnen und sagen, okay, ich brauche halt 10 qualifizierte Leads, so sagt man dazu, und dann habe ich vielleicht Kosten von 150 Euro und dann habe ich aber zumindest einen neuen Kunden für 150 Euro
akquiriert und wahrscheinlich kann sich eine Kreuzfahrtreederei das gut leisten, denn der wird dann wahrscheinlich an Bord und über die Reise selber noch deutlich mehr Marge generieren über seine Lebenszeit. So, das war die wichtigste Formel. Don't forget, überlegt immer, wie ihr mehr Customer Lifetime Value kreieren könnt über Abo-Modelle oder über sozusagen tiefere Kundenausschöpfung. Oder überlegt vor allen Dingen in verschiedensten Bereichen des Online-Marketings, im SEO, im Paid Search, im Affiliate, im E-Mail-Marketing, bei Facebook, wie ihr möglichst genau verstehen könnt, was kostet euch ein Neukunde. Nicht überall kann man es so geil rechnen wie bei Paid Search oder bei, vor allen Dingen bei Affiliate, aber man kommt sich der Sache doch meistens recht nah. Und vor allen Dingen, bevor man irgendwas Neues macht, ein neues Business startet, eine neue Idee irgendwo pitcht, überlegt euch, ob ihr irgendwie ein Gefühl bekommt, wird diese Gleichung für mich jemals aufgehen? Werde ich jemals in der Lage sein, für weniger Geld Kunden einzukaufen, als ich nachher an Kunden verdienen kann? Und klar, sowas wie PR und meine Freunde machen es auch und meine Mutter macht es, das zählt nicht. Es zählt nur at scale, also Customer Acquisition Cost at scale. Nicht für die ersten 100 Kunden oder für die ersten 150, sondern für die ersten 1000 oder 10.000 Kunden. Die ersten Kohorten sind immer günstig. Teuer wird es, die Kohorte 10.000 oder 100.000 zu akquirieren, wenn es nicht mehr so leicht ist, Leute zu begeistern. Das ist der Challenge. Darum dreht sich eigentlich Marketing, Performance Marketing, Internet Marketing. Nichts anderes ist es. Wir können jetzt aufhören, ihr habt es verstanden. That's it. Dankeschön. Okay, wer weitere Überlebensformeln des Marketings kennen möchte, hören möchte, einfach bitte hier subscriben. Dankeschön.